Hallo und herzlich willkommen zur Folge 60 des Finanzrocker Podcast. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Daniel Kort und heute ist das Interview schon wieder ausgeartet, aber es ist komplett anders als das Interview mit Madame Moneypenny. Die letzte Folge hat sich zu einem absoluten Runner entwickelt und läuft wirklich sehr, sehr gut und ich fand das Interview mit Madame Moneypenny auch wirklich grandios. Muss ich sagen, auch nach dreimal hören war mir die 75 Minuten nicht langweilig. Und heute habe ich ein Interview, das habe ich mit Alexander von Rente mit Dividende geführt. Das geht knapp 80 Minuten und wir sprechen über ganz unterschiedliche Themen wie Immobilien, über Dividenden, über unterschiedliche Unternehmen. Über das Thema Steuern sprechen wir, über Konsum und noch ganz viel mehr. Und ich glaube, da kannst du noch eine ganze Menge mitnehmen. Und ich kann dir nur empfehlen, bis zum Ende dran zu bleiben, zur Not dann einfach vielleicht die Podcast-Episode dann aufsplitten, weil 80 Minuten sind echt eine lange Zeit, aber dann hilft wirklich das Aufteilen. Präsentiert wird dir diese Folge von der Vorweihnachtszeit. Und jetzt wirst du dich wahrscheinlich fragen, hä, wie Vorweihnachtszeit? Ganz einfach, wenn du in den kommenden Wochen planst, Weihnachtsgeschenke zu kaufen über Amazon, dann wäre ich dir sehr dankbar, wenn du das über meinen Affiliate-Link machen könntest. Das heißt, du gehst dann einfach auf die Shownotes oder auf den Artikel im Blog, klickst auf den Link oder gehst auf die Mehrwertseite und klickst auf ein Buch, dann ist der gleiche Effekt. Und dann kannst du einfach deine Bestellung aufgeben. Du zahlst genauso viel wie sonst auch. Nur bekomme ich dann eben eine kleine Provision auf deinen Warenkorb. Ja, ich danke dir schon mal ganz herzlich im Voraus und wir gehen jetzt weiter zu den Bewertungen. Auf geht's. Ja, zwei Bewertungen habe ich dieses Mal wieder für dich. Die erste kommt von Jens12 und er schreibt: Danke. Hi Daniel, interessante Interviews von dir lässig moderiert. Der letzte Interviewpartner von der GLS kam mir fast schon sektenhaft vor. Smile, weiter so. Gruß Jens. Jens, erstmal vielen Dank für die Bewertung. Ich weiß zwar nicht, was du mit sektenhaft meinst, aber gut, ich lasse es jetzt einfach mal so stehen. Und kommt zur nächsten Bewertung. Die kommt von Mr. Seed und er schreibt: sehr informativ und von den Themen gut diversifiziert. Aus jeder Folge kann man etwas für sich ziehen. Die Mixtapes müssen nicht jedem gefallen. Ich finde es auf jeden Fall sehr interessant, mal in andere Leben hineinzuhören. Somit gefallen mir auch die Interviews mit Insidern der Finanzszene. Da ich den Podcast von Anfang an auf anderthalbfacher Geschwindigkeit höre, hatte ich doch durch die veränderte Stimme ein leicht anderes Bild von Daniel. Aber auch die kurzen Haare stehen ihm. Mach weiter so. Ja, Mr. Seed, vielen Dank für die Bewertung. Ich muss mich dann ja wahrscheinlich so ein bisschen wie Mickey Mouse anhören, oder? Bei anderthalbfacher Geschwindigkeit. Ich habe es noch nicht getestet, aber vielen Dank auf jeden Fall für die Bewertung und wir legen jetzt los mit dem Interview. Auf geht's. Herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge. Meine Leitung geht dieses Mal ins schöne Franken zu Alexander von Rente mit Dividende. Und dieser Blog, der beschäftigt mich schon sehr, sehr lange. Und das war auch einer der ersten, mit denen ich mich im Finanzbereich überhaupt beschäftigt habe. Und das war lange, bevor ich überhaupt dran gedacht habe, einen eigenen Blog zu starten. Und deshalb freue ich mich, dass wir jetzt endlich mal zusammen sprechen können. Und zwar hauptsächlich über das Thema Aktien und natürlich auch Dividenden. Ja, Alexander, alles klar bei dir? Ja, hallo, grüß dich, Daniel. Ist der Winter schon bei euch in Franken angekommen? Es schneit ab und zu ein bisschen, aber es bleibt nicht liegen. Ja, wir haben jetzt so ein bisschen Schnee und Eis seit 3 Tagen und das ist ziemlich kalt geworden. Kalt ist es bei uns auch, aber ich bin eh verfroren, also von daher bin ich kein Maßstab. Ich auch nicht. Okay. Ja, freut mich, dass wir es jetzt endlich geschafft haben. Ich glaube, ich habe vor über einem Jahr angefragt bei dir. Und ja. Da hattest du einen Gastartikel bei mir geschrieben und den fand ich schon mal so spannend, dass ich gesagt habe, ja, ich würde dich gerne mal interviewen. Und dann habe ich jetzt im Sommer nochmal angefragt und da hast du dann gleich gesagt, ja, ich bin dabei. Das freut mich natürlich. Die Franken, die sind etwas menschenscheu. Das braucht immer ein bisschen, bis wir aufwärmen. Okay, aber ich glaube, wir wärmen im Gespräch ganz schnell auf. Geht ja um unser Lieblingsthema, Aktien und Dividenden. Aber vielleicht magst du dich vorher nochmal so ein bisschen vorstellen. Wer bist du? Wie alt bist du? Und ja, wie bist du auf das Thema Rente mit Dividende gekommen? Also alt bin ich 50 Jahre.
Mit Aktien beschäftige ich mich seit Jahrzehnten. Und für mich ist einfach die Möglichkeit mit Aktien gegeben, dass ich meine Rentenlücke schließe. Und so bin ich auch auf den Block gekommen, Rente mit Dividende. Und das war eigentlich dann ein langer Prozess, der sich entwickelt hat, dass ich an dem Standpunkt bin, wo ich heute bin. Also ich blicke auf aktiv 22 Jahre Börsenerfahrung zurück und interessieren tue ich mich für Aktien bereits seit rund 40 Jahren. Das heißt, du hast mit 10 Jahren angefangen, ja? Ja, so gesehen schon. Also mit 10 hatte ich ein Buch bekommen über Aktien. Das war also mehr eine, ja, ich sag mal, Lektüre, wie auch immer. Und ich fand es einfach spannend, sich am Unternehmen zu beteiligen. Und so ist das Ganze dann im Laufe der Jahre entstanden und gewachsen. Und wie hast du dich dann dazu durchgerungen, einen eigenen Blog darüber zu gründen? Das war eigentlich mehr Zufall. Ich habe dann auch verschiedene Finanzblogs immer angeschaut und habe dann für mich überlegt, schaffe ich das eigentlich auch, eine Webseite zu bauen? Da war vorher der Finanzblog gar nicht im Vordergrund gestanden, sondern mehr das Interesse an der Technik und kriege ich das überhaupt hin? Ich habe mir dann verschiedene Anbieter angeschaut und habe dann auch verschiedene Testseiten mal gebaut und irgendwo kam dann der Gedanke, okay, ich brauche einen Namen und da hatte ich dann eben irgendwann den Einfall Rente mit Dividende und bin dann online gegangen. Geplant im eigentlichen Sinn war das gar nicht. Ich hatte immer gehofft, naja, vielleicht schaut mal einer vorbei oder zwei, aber dass sich das so entwickelt, da war ich selbst sehr erstaunt. Ja, du hast ja in den letzten, wann hast du den konkret ins Leben gerufen, den Blog? Mitte 2014, also 2,5 Jahre etwa jetzt. Und in der Zeit hat sich das ja enorm entwickelt. Und wenn man sich so die Seite anguckt, also ich kann mich noch daran erinnern, als ich die das erste Mal gesehen habe und dieses schöne Urlaubsbild gesehen Ja. habe, da habe ich gleich gedacht, oh, das ist aber mal ein anderer Ansatz. Dividende und dann so ein schickes Poolbild von, wo war das? Asien oder? Nein, das war vor unserem letzten Kuba-Urlaub. Kuba, okay. Kuba, ja. Ja. Sehr empfehlenswert. Ja, und das ist halt hängen geblieben, als ich das erste Mal da war. Und was mir halt noch sehr, sehr gut gefallen hat, ist der Ansatz, den du da verfolgst. Nämlich du stellst dein komplettes Depot dar und du stellst auch deinen Plan dar, wie du eine Rente mit Dividende erreichen möchtest. Und das auch sehr, sehr offen. Also du gibst ja auch jeden Trade, den du machst, gibst du da ja bekannt, schreibst darüber dann auch einen Eintrag. Warum hast du dich dazu entschieden, so offen mit diesem Thema umzugehen? Also das war nicht einfach. In Deutschland muss man sagen, gilt ja allgemein die Meinung, über Geld spricht man nicht. Genau. Der Gedanke war auch von meiner Frau her gesehen, wollen wir das jetzt öffentlich machen oder nicht? Aber auf der anderen Seite bin ich der Meinung, wenn man jetzt das nicht öffentlich macht, was bringt es eigentlich dem Leser? Sind wir ehrlich, die Leute, die sind ja daran interessiert, was macht der andere? Und von der Theorie lebt keiner und deswegen sollte es praktisch sein. Ich habe mich dann auch mit meiner Frau dahingehend geeinigt, dass wir nicht alles offenlegen. Das heißt, ich habe noch ein Familiendepot nebenbei laufen und noch ein anderes Depot. Aber ich habe gesagt, das Depot Rente mit Dividende, das veröffentliche ich, wie die Entwicklung ist, wie das alles läuft, dass der Leser das auch nachvollziehen kann, dass er sieht, dass niemand perfekt ist, dass man auch Fehler macht, die mir unweigerlich passieren und auch weiter passieren werden, ganz klar. Und dass das eigentlich, ja, ein gewisses Interesse darstellt dann auch von den Leuten her. Die Überlegung war natürlich, wenn man jetzt eine Seite macht mit einem Namen, also nicht irgendwo bei Blogspot oder irgendwo arbeitet oder unter WordPress, muss man einfach ins Impressum Klarnamen reingeben. Ja, und das ist eigentlich das Hauptproblem gewesen. Aber inzwischen muss ich sagen, ich habe sehr positive Erfahrungen gemacht. Wobei man sagen muss, die Bloggergemeinde, das sind ja, und die Leute, die da mitlesen, da ist keiner neidisch. Da habe ich bisher immer positiven Rückhalt erfahren. Auch ich freue mich auch, wenn ein anderer dann Dividenden bekommt. Das macht einfach Spaß. Und die Überlegung war vom Bekannten, Verwandten, wer auch immer dann da reinschaut, mal ehrlich, die sich nicht für Aktien interessieren, die suchen auch nicht nach Blogs und nicht, so wichtig bin ich nicht, dass jemand nach meinem Namen sucht und zufällig dann drauf stößt. Und ehrlich gesagt, wenn es jetzt inzwischen ein erfährt, ein Bekannter, gut, dann lebe ich damit.
Das heißt, du gehst damit auch nicht so offen im Bekannten- oder Freundeskreis um. Nein, also der ausgewählten Personen habe ich es gesagt im Bekanntenkreis, aber es ist doch so, dass das sehr oft auch Neid hervorruft. Das will ich eigentlich vermeiden. Also ich habe einige Bekannte und Freunde, mit denen kann ich auch offen über Finanzen reden. Die wissen, was ich verdiene. Ich weiß, was die verdienen. Wir tauschen uns auch über Geldanlagemöglichkeiten aus, aber das ist sehr begrenzt. Die Masse ist eigentlich, ja, typisch deutsch, eher ein gewisser Neidfaktor da. Genau deswegen frage ich nämlich auch. Das war auch mein erster Gedanke, als ich das dann gesehen habe. Damals war ja das Depot noch relativ klein, aber das ist ja enorm gewachsen. Und das hängt ja auch damit zusammen, du bist im Immobilienbusiness tätig, kennst dich da auch sehr gut aus und hast auch jetzt vor kurzem, glaube ich, eine Wohnung verkauft, hattest du geschrieben. Und dadurch kommt dann natürlich auch Geld dann wieder in das Depot rein, ne? Richtig. Also die Depotentwicklung insgesamt, muss man sagen, wenn man meinen Plan anschaut und wie es tatsächlich gelaufen ist, ich bin selber erschrocken, dass das so super läuft. Und ich mache mir dann natürlich auch Gedanken, wenn jetzt ein jüngerer Leser, der nicht meine finanziellen Möglichkeiten hat, der sieht, dass der letztendlich dann vielleicht verzweifelt und sagt, na, das schaffe ich eh nicht, das kriege ich eh nicht hin und dann wieder aufgibt. Also in dem Fall muss ich sagen, ich muss ein bisschen ausholen, Daniel. Macht nix. In dem Fall ist es so, ich hatte selber nicht damit gerechnet. Aber ich habe jetzt mein Einfamilienhaus seit 2,5 Jahren schuldenfrei und dadurch habe ich natürlich schon mal finanzielle Mittel übrig, die andere für Miete oder für die Tilgung ausgeben. Als Ingenieur verdiene ich nicht schlecht, das muss ich auch sagen. Also mir geht es sehr gut, was natürlich eine Rolle spielt. Und ich habe ja auch schon Startkapital gehabt. Also ich habe ja nicht jetzt vor 2,5 Jahren mit der Börse angefangen. Ich habe ja einen Teil aus einem anderen Depot umgeschichtet und ich arbeite nebenbei relativ viel. Also wenn ich meine Sparquote die letzten 2 Jahre anschaue, es kann jemanden frustrieren, dass ich so viel spare, wie ein anderer im Jahr verdient. Also wenn man es aber im Detail zerlegt, dann ist es nachvollziehbar. Also ich hoffe, dass es die Leute als Ansporn sehen, wo man in 30 Jahren hinkommen kann und nicht die Flinte deswegen ins Korn werfen. Zurück zu den Immobilien. Ja, also ich habe jetzt alle Wohnungen verkauft, die ich hatte und konnte dadurch zum einen eben mein Haus schuldenfrei machen. Das war der erste große Schritt. Und der zweite Schritt war es, ich habe mehr bekommen durch die Immobilienentwicklung, die ich so auch nicht voraussehen konnte, dass ich da nochmal 40.000 Euro dem Depot gutschreiben konnte. Also deswegen hatte ich so einen extremen Sprung einfach. Wenn ich mir jetzt mal so die Zahlen angucke, du hast ja auf deiner Depotseite alle Aktien, die du in diesem Depot hast, aufgeführt, auch mit der Anzahl und den konkreten Summen. Und da steht jetzt unten drunter eine Dividende von 1.675,19 € und eine Rendite von 1,6%. Und du hattest ja, das hattest du ja eben auch schon gesagt, einen bestimmten Plan, also wie viel du jedes Jahr erreichen möchtest. Du hast ja eben schon gesagt, dieses Ziel, das war, glaube ich, schon Mitte des Jahres erreicht, oder für dieses Jahr? Das hatte ich da, glaube ich, sogar schon übertroffen. Wenn ich jetzt in die Statistik reinschaue, also ich muss da mal auch eine ganze Geschichte das mal überarbeiten. Also für 2016 war mein Ziel 780 Euro an Dividende. Ich bin jetzt bei 1.675. Wenn ich das dann vergleiche, ich hatte vorgesehen für 2020 1.620 Euro. Also ich habe eigentlich 2020 schon überflügelt. Ja, und weil es eben so gut gelaufen ist, viel besser als ich dachte, also da werde ich nächstes Jahr, das habe ich mir vorgenommen, das auch mal beschreiben, begründen und das entsprechend anpassen und überarbeiten müssen, weil langsam wird es unglaubwürdig. Welches Ziel hast du denn konkret? Du hast es ja in deinem Blog auch geschrieben, aber du hast ja auch eine konkrete Summe im Hinterkopf, wo du dann zur Rente dann landen möchtest. Also grundsätzlich ist das konkrete Ziel eigentlich, mir geht es ja sehr gut. Also muss man ganz klar sagen, in finanzieller Hinsicht, mir mangelt es an gar nichts. Und für mich ist einfach das Problem die Rentendiskussion, also diese Überlegung. Das ist jetzt nicht erst seit 1, 2 Jahren, wo es überall in den Medien ist. Ich habe eben die Blog schon vor 2,5 Jahren deswegen gestartet. Mein Ziel ist letztendlich, meine Rentenlücke zu schließen. Das heißt, dass ich
im Endeffekt genauso viel habe wie jetzt, wo ich arbeite, und das sich eben aus Renten und Dividendeneinkünfte zusammensetzt. Dieses Ziel, das will ich auch nächstes Jahr nochmal überarbeiten. Also wir bekommen ja jetzt die Angestellten zumindest, ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, einmal im Jahr von der Deutschen Rentenversicherung unsere Rentenanwartschaft. Und aufgrund dessen habe ich mir mal im Netz ausgerechnet, gibt es verschiedene Rechner, was ich ungefähr netto erwarten kann. Ich führe auch ein Haushaltsbuch, dass ich meine Fixkosten im Griff habe, etc. Und dann sehe ich einfach das, was ich an Rente bekomme und das, was ich eigentlich zum sehr angenehmen Leben brauche. Und diese Lücke möchte ich schließen. Ich bin dann davon auch ausgegangen, dass es eine Inflationsrate von 2% habe ich angesetzt, die wir die letzten 2-3 Jahre eigentlich nicht haben, und bin da eben auf netto 1.500 Euro gekommen. Ich denke, dass ich mit weniger inzwischen auskomme. Ich habe auch meine Fixkosten weiter gesenkt, ohne zu verzichten, muss ich auch sagen. Ich bin kein Frugalist in dem Sinn. Ja. Ich will ja auch leben, also ich gehe gern essen. Ich war dieses Jahr 2-mal im Urlaub. Es soll ja auch irgendwo noch Freude machen, Die ganze Geschichte. Das heißt, ich werde nächstes Jahr, das ist nach 3 Jahren, ist mal der Zeitpunkt, wo ich das dann wieder alles überarbeiten werde. Das heißt, ich werde also weniger Bedarf haben. Das ist jetzt schon sicher. Und insgeheim, das verrate ich aber nicht, liebäugel ich mit der Rente mit 63. Das heißt, dann werde ich eben die Abschläge rechnen müssen und überlegen, schauen, kann ich das Ziel erreichen, ja oder nein. Da spielen natürlich sehr viele Faktoren eine Rolle. Wie ist die weitere Börsenentwicklung? Mich interessieren Kurssteigerungen eigentlich weniger. Das ist mir egal. Nur insofern momentan, es ist alles teuer zum Kaufen. Mich ärgert es eigentlich sogar, dass mein Depot so grün ist, weil jede Aktie, die ich kaufe, muss ich viel bezahlen dafür. Also so ein kleiner Crash wäre mir schon mal ganz gelegen. Okay. Hattest du dir im Vorfeld auch mal Gedanken gemacht, eine private Rentenversicherung abzuschließen oder Riester oder sowas? Eigentlich nicht, weil ich grundsätzlich dagegen bin, in irgendeiner Form was zu machen, wo der Staat die Finger drin hat. Ich traue einfach dem Staat nicht mehr, das zeigt ja auch unsere Geschichte, die Nähere. Also sei es zum Beispiel bei Lebensversicherungen, die ursprünglich von der Krankenkasse befreit waren, dann kommt eine Gesetzesänderung und plötzlich wird auf die Lebensversicherung doch Krankenkassenbeitrag fällig oder zusätzliche Steuern. Also es gibt Leute, die haben zum Beispiel ihr Haus entsprechend finanziert, um die Schlussrate mit ihrer Lebensversicherung abzudecken, und da hat das Geld plötzlich nicht mehr gelangt. Und ich sage für mich, ich sorge selber für mich vor, ich lasse auch den Staat komplett außen vor, ich will mich nicht abhängig machen in irgendeiner Form, und ich habe den ganzen Riester von Anfang an nicht getraut und habe mich demzufolge auch nie näher damit auseinandergesetzt. Ich möchte einfach unabhängig sein. Also das geht damit an, dass zum Beispiel das jetzt unter Vorbehalt der Riester, wenn man im Ruhestand ins Ausland zieht, der Riester da zum Beispiel nicht zahlt. Es mag im europäischen Ausland funktionieren, aber was ist, wenn ich jetzt nach Russland oder Asien oder Südamerika auswandern will? Da fangen die Probleme an. Und ich traue dem Riester insofern nicht, dass der Staat hergeht und sagt, ja, der hat eine normale Rente, dann hat er eine Riester-Rente als Zusatzversorgung und dann kappen wir das irgendwo. Weil die Rentenproblematik, die wir die nächsten Jahre uns noch gewaltig beschäftigen. Also deswegen für mich nein. Und so das Thema Immobilie, du hast ja eine Wohnung jetzt verkauft. War das nicht auch eine Option, dass du noch mehr Immobilien kaufst und vermietest? Nein, weil einfach vielleicht auch dadurch, dass ich beruflich damit sehr viel zu tun habe, tagtäglich immer mit Kunden zu tun habe, die in Immobilien investiert haben und da ihre Probleme haben, war es für mich von Anfang an klar, mein Immobilieninvestment soll mir dafür dienen, einen gewissen Vermögensaufbau zu garantieren, aber nicht, um jetzt damit meinen Lebensabend zu bestreiten. Also ich habe die Immobilien sehr günstig erworben vor 10-12 Jahren. Da war die Immobilienbranche am Boden gelegen. Ich habe die teilweise in Zwangsversteigerungen erworben. Da war ich der Einzige drin. Also da war nicht der Einzige. Da war nicht einmal die Bank da. Ich war dann mit der Rechtspflegerin alleine da gesessen, eine halbe Stunde, da läuft ja die Bieterfrist, und habe es zum Schluss für 7/10 oder weniger bekommen. Aha.
Die Kalkulation war einfach, dass die Mieteinnahmen letztendlich die Zinsen und die Tilgung decken. Und es war von Anfang an klar, dass ich nach 10 Jahren wieder verkaufe, was ich dann auch gemacht habe, also wenn sie steuerfrei sind. Das war mir von Anfang an klar, weil ich bin ja nicht unbedingt der Freund von Immobilien. Das ist spannend. Vielleicht magst du ganz kurz sagen, du hast mit Immobilienbewertung auch zu tun, oder? Ja, ich bin also auch als Sachverständiger tätig. Das heißt, du hast da auch schon einen Blick hinter die Kulissen und weißt dann auch, worauf es ankommt. Ich denke ja. Also ich habe jetzt in dem Bereich über 12 Jahre Berufserfahrung und man lernt so einiges. Und du wohnst ja auch nicht in der Großstadt, sondern du wohnst ja eher in einem kleinen Dorf, kleiner Stadt. Mhm. Ist es da mit den Wohnungen denn generell so, jetzt durch den demografischen Wandel, dass man da eine hohe Wegzugrate hat? Es ist Zonenrandgebiet im Raum Bayreuth, Oberfranken. Mhm. Im ländlichen Raum schaut es teilweise sehr schwierig aus, in der Stadt selber. Man kämpft, die Einwohnerzahl zu halten. Aber die letzten Jahre aufgrund der niedrigen Zinsen etc. ist selbst im Bayreuther Immobilienmarkt leergefegt. Also die Leute suchen alle Hände, ringen Grundstücke, Häuser und dementsprechend haben sich auch die Preise nach oben entwickelt. Mhm. Aber insgesamt lebt man in Oberfranken nicht schlecht. Wir haben eine hohe Brauereidichte. Ja. Und gute Bratwürste, also man sagt bei uns Bratwurst. Ja, das sind natürlich wesentliche Voraussetzungen, ne? Aber das finde ich spannend, das dann mal aus so einer Sichtweise zu hören, weil gerade die Deutschen ja sehr immobilienfixiert sind. Und also ich bin auch kein Freund von Immobilien, aber habe ja auch im Podcast auch schon unterschiedliche Gespräche zu diesem Thema geführt. Und einige sehen es anders. Deswegen finde ich spannend, jetzt auch mal mit einem Dividendensammler darüber zu sprechen. Also rein prinzipiell, ich habe nichts grundsätzlich gegen Immobilien. Ich sage, es ist für mich nichts. Man kann mit Immobilien durchaus Geld verdienen, auch gut Geld verdienen, aber dann muss man Profi sein. Man muss sich darüber im Klaren sein. Im Immobiliensektor tummeln sich Tausende von Leute, die sehr gut in dem Geschäft sind. Und ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, unbedarfte Kleinanleger, der sich halt mal eine Wohnung kauft, der tritt gegen diese Profis an und dann muss er zwangsläufig verlieren. Ich stelle auch immer wieder fest, die Leute, die kaufen ein Auto, schauen sich das vorher an, machen Probefahrt, gehen zum TÜV, gehen zum Kfz-Sachverständigen, nehmen am Bekannten mit, blättern da 10.000, 15.000 Euro für einen Gebrauchtwagen hin und die gleichen Leute sind nächste Woche beim Notar, kaufen eine Wohnung für 150.000 und haben sich vorher in keinster Weise kundig gemacht, was so eine Wohnung zum Vermieten eigentlich für Arbeit macht, was es steuerlich bedeutet, was es mit sich bringt, was man auch von Gesetzesgrundlagen wissen muss etc. Also da gehen die Leute sehr blauäugig rum. Vielleicht, weil es die anderen auch alle machen und weil es alle machen, muss es gut sein. Also man sollte dieses Feld den Profis überlassen. Jetzt könnte ich mal ganz schnippisch fragen, ist es bei Aktien nicht genauso? Muss man sich damit nicht auch auskennen, um da die Profis zu schlagen und Geld zu verdienen? Man muss jetzt nicht unbedingt den Profi schlagen. Auch bei einer Wohnung muss man keinen Profi schlagen, sondern es geht ja eigentlich darum, dass man eine positive Rendite erwirtschaftet. Mhm. Und da gehen die Untersuchungen unterschiedlich auseinander, aber rund 50% der Immobilienbesitzer zahlen unterm Strich drauf. Mhm. Bei Aktien muss man im Prinzip fast gar nichts wissen. Hört sich jetzt erstmal blasphemisch an, ist aber so. Aber sind wir ehrlich, kaufen wir Standardwerte. Mhm. Ob das jetzt eine Coca-Cola ist oder eine McDonald's oder eine Siemens. Wenn man die über langen Zeitraum hält, dann kann man eigentlich nur eine positive Rendite machen. Außer es ist natürlich ein Pleitekandidat oder es läuft Betrug, wie bei WorldCom damals oder Enron und ähnliche Sachen. Da muss man natürlich, davor ist man nie gefeit, aber gehen wir vom normalen Standardfall aus. Ich habe ein einfaches Beispiel oder Erlebnis, das mich auch geprägt hat, von einem Bekannten. Der Vater hat bei Siemens gearbeitet. Er hat von Aktien null Ahnung, hat aber 40 Jahre lang jedes Jahr schön brav zu Weihnachten seine Mitarbeiteraktien gekauft. Egal, wie die Siemens-Aktie gestanden war. Und letztendlich, also wie der in Rente gegangen ist, hat er ein schönes Schäflein beieinander gehabt. Das wäre aber bei der Telekom nicht so einfach abgegangen, ne?
Da muss ich auch wieder widersprechen. Okay. Gerade zufällig bei der Telekom, weil das immer in aller Munde ist, habe ich selber mal eine Untersuchung gemacht. Bin hergegangen, wenn jemand damals zum Börsengang sich Telekom-Aktien gekauft hätte und dann jedes Jahr zum Beispiel 1.000 oder 1.500 Euro nimmt, plus die Dividende, die er bekommen hat und die regelmäßig einmal im Jahr anlegt, selbst der wäre inzwischen wieder im Plus. Obwohl sie zeitweise auf 100 Euro oben war, dann auf 7 Euro runter sind, derjenige wäre im Plus, hätte jetzt inzwischen eine schöne Dividendenrendite. Und es zeigt sich über sehr lange Zeiträume, das regelmäßige Nachkaufen funktioniert. Selbst zu hohen Preisen. Selbst zu hohen Preisen. Man muss halt auch dann, wenn die Aktien fallen, mutig sein und nachkaufen. Das heißt aber nicht alles blind nachkaufen, sondern man sollte sich das Unternehmen schon anschauen. Es gibt ja immer den schönen Spruch, nie in ein fallendes Messer greifen. Ja. Kann man natürlich hergehen und sagen, man sollte sich schon das Unternehmen anschauen, bevor man nachkauft. Sind die Probleme jetzt vom Unternehmen existenziell? Heißt es, dass das Unternehmen pleite geht? Oder ist es eigentlich nur vorübergehende Natur, womöglich auch nur die allgemeine Börsenlage? War das vorher hochgehypt, dass es dann auf eine normale Bewertung runtergeht? Das sollte man natürlich schon beachten. Aber wenn man dann unten mutig zuschlägt, dann wird man auch einen Durchschnittskurs haben, wo man langfristig eine positive Rendite erwirtschaftet. VW wäre ja da auch ein aktuelles Beispiel, oder? VW rein theoretisch ja, aber da sehe ich noch nicht das Ende der Fahnenstange. Also VW, die sind, wenn ich so sagen darf, finde ich sehr überheblich. Die haben auch nicht begriffen, dass zum Beispiel in Amerika die ganze Geschichte anders läuft. Die haben da gedacht, na, wir sind VW, wir kommen da und die kuschen. Es kommen immer wieder Sachen ans Tageslicht. Also bei VW würde ich noch abwarten. Ich habe immer gesagt, wenn sie bei 80 Euro sind, dann lege ich mal eine Tranche zu. Wobei, das war ja gar nicht so weit entfernt. Ja, die waren unter 100 waren sie schon. Ja, also das genau. Ein Tick hat noch gefehlt. Also ja. Man muss eigentlich rein das Unternehmen anschauen. Wenn man jetzt Nokia hernimmt, die haben einfach das verpennt, die Smartphone-Geschichte, die werden sich auch nicht mehr so schnell derrabbeln. E.ON ist von außen gekommen, da hat unsere Bundesregierung über Nacht die Energiewende beschlossen und es hat den Unternehmen praktisch ihre Existenzgrundlage fast gekostet und den Teppich unter den Füßen weggezogen. Ja, also man muss einfach schauen, die Probleme, wo die Firmen haben, sind die existenziell oder ist das vorübergehende Natur? Ich könnte mir vorstellen jetzt zum Beispiel, dass wenn man in E.ON einsteigt, sich das langfristig wieder rechnet. Spannend finde ich ja, du hast ja vor circa einem Jahr einen Gastartikel bei mir im Blog veröffentlicht und hast da deinen Weg dann oder den langen Weg zum Dividendensammler veröffentlicht. Und dein Weg an der Börse, der war ja durch sehr, sehr viele Verluste auch gepflastert, ne? Warum hast du trotzdem immer wieder angefangen, Geld anzulegen? Das widerspricht ja eigentlich völlig dem sicherheitsorientierten Deutschen. Ja, aber man muss sagen, Hintergrund ist, die Börse sehe ich irgendwo auch als Spiel. Und ich verliere sehr ungern. Also okay. Das heißt nicht, dass ich ein schlechter Verlierer bin, aber ich verliere ungern. Das heißt, ich gehe her, schaue mir die ganze Geschichte an, analysiere das und man sieht ja, es funktioniert. Es gibt ja genügend Investoren, wo es funktioniert. Und ich denke mir immer, also irgendwie muss es gehen. Das heißt, welches Geheimnis gibt es, was sind die Regeln, wie funktioniert es, kann ich das auch schaffen? Also deswegen war für mich Aufgeben nie eine Option. Ich hatte gut mit dem neuen Markt, da hat jeder Federn gelassen, da hatte ich ordentlich hingelangt und so also ich war zweimal praktisch fast auf Null unten. Aber ich habe auch sehr viele Bücher gelesen, also Costolani, der war auch schon pleite, Jesse Livermore war pleite und die haben sich alle wieder terrabbelt und nicht aufgegeben. Und da halte ich es eher so wie die Amerikaner, man darf hinfallen, aber muss wieder aufstehen. Es ist keine Schande hinzufallen. Also ich hoffe, ich habe aus meinen Fehlern etwas gelernt und habe dann eben wieder von vorne angefangen. Was war denn so der Fehler, den du gleich als erstes abgestellt hast? Auf andere zu hören. Mhm. Ich habe die schlechtesten Erfahrungen gemacht, wenn ich auf andere höre. Mhm. Ich gebe auch immer den Leuten einen Tipp, hört niemals auf einen Tipp von anderen.
Okay. Es zieht sich bei mir immer durch in dem Moment, wo ich mir meine eigenen Gedanken gemacht habe und dann doch auf andere gehört habe, habe ich schlecht abgeschnitten. Und das, ich wüsste jetzt leider keinen einzigen Fall, wo ich auf einen anderen gehört habe und es ist gut gelaufen. Hört sich jetzt dumm an, aber ist so. Ja, es gibt Beispiele. Die Älteren unter uns werden die Lara Croft noch kennen. Wobei auch vom Kinofilm war ja ein Computerspiel und es hat damals die Firma Eidos rausgebracht. Genau. Ich hatte mir dann eben überlegt, wenn die ganze Sache läuft mit Merchandising-Artikel, alles, die müssen ja einen richtig dicken Batzen Geld verdienen. Arbeitskollege von mir hat es dem Banker gesagt, der Banker habe abgewonnen, damit es kein Blumentopf zu gewinnen. Ich hatte die Aktien zwischenzeitlich gekauft, ich weiß nicht mehr, ich hatte 100% Gewinn oder ähnliches, habe sie dann aber wieder verkauft und danach sind sie um 600 oder 700% raufgegangen. Und so zieht sich das durch die Bank durch. Damals, ich hatte Ericsson, Bank empfiehlt Nokia, gut, Ericsson verkauft, Nokia gekauft, Ericsson ist abgegangen. Das waren dann so prägende Erlebnisse, wo ich gesagt habe, ich höre nie mehr auf andere Leute, ich mache mein eigenes Ding. Wenn es daneben geht, bin ich nur dafür verantwortlich, ich kann niemand anderen dafür verantwortlich machen, kann niemandem die Schuld geben oder die Fehler bei anderen suchen, das liegt einzig und allein an mir. Und deswegen sage ich den Tipp, hör niemals auf den Tipp anderer Leute. Das heißt, du liest auch keine Finanzmagazine. Ich lese die Börse online, aber inzwischen muss ich sagen, nervt es mich. Ich habe die abonniert. Ich habe die seit ja, 20, 22 Jahren. Also ich bin praktisch fast Leser der ersten Stunde. Aber inzwischen muss ich sagen, bin ich so angenervt. Ich glaube, ich lasse es bald sein. Ich bin am Überlegen zu kündigen. Ja, die gehört ja auch zum Finanzen.net Verlag, die auch die Euro rausbringt. Und von daher weiß ich auch, was du damit meinst. Es wiederholt sich auch sehr vieles und es wird sehr viel angepriesen, was einfach nur verkauft werden muss. Ja. Und das hat mich halt auch genervt. Also ich verstehe die Medien, die müssen natürlich Nachrichten bringen und die Zeitung füllen, im Fernsehen was bringen. Aber die ständige Überlegung, warum geht es heute rauf, warum geht es heute runter, mei, das ist halt so, die Börse schwankt. Und die Erfolge, die sie mit ihren Musterdepots haben, die spricht ja auch Bände für sich. Muss man auch sagen. Also wenn ich das Wikifolio anschaue, sei mir nicht böse, aber minus 12% dieses Jahr, das ja, da gruselt es einen, wenn man dann die Vergleichsindexe DAX, MDAX, SDAX anschaut, da liegen die 10% drunter. Ja. Und das spricht ja nicht unbedingt dafür. Na gut, also Wikifolios halte ich sowieso für eine absolute Vollkatastrophe als Privatanleger, weil man da sehr, sehr viel zahlt und man einem Einzelnen oder dann eben auch einem Verlag dann ausgeliefert ist. Und es gibt ja so ein Dividendenmagazin, das kennst du wahrscheinlich auch, My Dividends heißt es, kommt einmal im Jahr Ja. raus. Die haben ja auch so ein Wikifolio und dann habe ich mir das auch mal angeschaut und die sind auch im Minus. Und man zahlt ja da teilweise 10 bis 20%, wenn ein High-Water-Mark erreicht wird, also so ein Höchststand. Und da ist ja jeder Fonds billiger am Ende. Teilweise ja, also ich hatte ja auch mal überlegt, ein Wikifolio aufzulegen, aber viele von den Aktien, die ich habe, die werden gar nicht angeboten, kann man über lang und schwarz bei Wikifolios gar nicht traden. Also von dem her gesehen habe ich es sein gelassen. Und wenn, dann wäre das ja für mich wieder eins mit Dividendenerträge, mit Buy-and-Hold-Ansatz und das wird dermaßen langweilig, das hätte eh keinen interessiert. Also von daher gesehen Sagt es habe ich es sein nicht. gelassen. Also es gibt sehr, sehr viele Dividenden-Wikifolios, aber letztendlich, wofür braucht man die? Ich meine, letztendlich kann man die ja auch selber kaufen, ne? Also Richtig. dieses Zertifikat kostet so viel Geld, da kann man das auch lieber selber machen. Da kann man auch einen einfachen ETF kaufen, dann hat man Oder es so. genauso. Genau. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du gesagt hast, ich möchte jetzt die Dividendenstrategie umsetzen? Gab es da irgendwie so einen Punkt, wo du gesagt hast, ja, jetzt mache ich das? Das ist auch eine langfristige Entwicklung. Also man muss sagen, ich habe sehr viel gelesen. Ich habe sehr viele Strategien ausprobiert, mit mehr oder weniger Erfolg. Und letztendlich, so wie es auch momentan überall in den Medien gehypt wird, ging es immer nur darauf hinaus, Kursgewinne zu machen. Und dieses tägliche Schauen auf den Kurs, bin ich im Plus, bin ich im Minus, das ist eher sehr anstrengend und mit der Zeit hat mich das irgendwo zermürbt.
Parallel dazu habe ich auch meine sämtlichen Transaktionen, die ich habe über Jahre in einem Excel-Formular erfasst und habe mir auch manchmal die Firmen angeschaut, die ich verkauft hatte, wie die sich dann weiterentwickelt haben. Und da habe ich eigentlich festgestellt, wenn ich sie behalten hätte, meine Dividenden kassiert, angelegt hätte, wäre ich durchaus sehr gut gefahren. Und das war so ein schleichender Entwicklungsprozess. Ich hatte irgendwann die Nase voll und gesagt, ich mag nicht mehr ständig irgendwelchen Kursen hinterherhecheln, hoffen, wenn ich eine Aktie gekauft habe, dass sie vielleicht doch steigt, dass ich einen Dümmeren finde, der mehr bezahlt als ich. Und ich hatte dann zwischenzeitlich auch im Depot einige Werte über Jahre behalten, die deutlich im Kurs gestiegen sind, die Dividenden gesteigert haben und ich fand das sehr entspannend irgendwo. Inzwischen interessieren mich die Kurse nicht mehr sonderlich und das war so ein Knackpunkt, wo ich irgendwann gesagt habe, nee, jetzt mag ich nicht mehr. Ich muss da jetzt irgendwo mal raus, diese mentale Belastung loswerden und habe dann mir eben das überlegt, dass ich das so machen will, habe mein Ziel entsprechend definiert und gesagt, ich habe nicht das Endziel, jetzt irgendeine Summe X am Depot zu haben, sondern mein Ziel ist eigentlich, kontinuierlich Erträge zu erwirtschaften, die ich später mal dann zum Leben auch verwenden kann. Du hast ja eben gesagt, du hörst nicht auf andere Meinungen. Bei mir ist es so, ich habe in letzter Zeit sehr viele Anfragen bekommen, ich solle doch mal im Podcast über Einzelwerte sprechen und auch darüber, warum ich sie ausgewählt habe. Du machst es ja schon seit Beginn deines Blogs, dass du darüber sprichst, warum du die Sachen kaufst. Lass uns doch mal über so ein paar Dividendenwerte sprechen, die wir beide auch in unserem Depot haben. Zunächst aber mal, worauf achtest du denn genau, wenn du jetzt eine Aktie auswählst? Was sind so die Kennzahlen? Also bevor ich überhaupt auf die Kennzahlen schaue, schaue ich erstmal, was macht das Unternehmen? Verstehe ich das, was die machen? Oder komme ich damit nicht klar? Einfaches Beispiel, Biotechnologie. Ich habe von Biotechnologie absolut keine Ahnung, das verstehe ich nicht. Nehmen wir jetzt zum Beispiel eine Starbucks her, die verkaufen Kaffee. Das verstehe ich. Also schaue ich erstmal grundsätzlich, verstehe ich, was die machen oder also soweit ich es verstehen kann, klar. Der nächste Schritt ist, dass ich mir überlege, wie groß ist das Unternehmen? Es ist jetzt ein kleiner Nebenwert. Da muss man sehr viel Zeit und Mühe reinstecken, den zu analysieren. Bei einem großen Unternehmen kann man das wesentlich mit weniger Zeitaufwand machen. Da sitzen Millionen anderer, die machen das für mich jeden Tag. Da brauche ich gar nicht so viel machen. Das heißt, ich schaue mir die Marktkapitalisierung an. Und dann gehe ich her und schaue mir im Großen und Ganzen die Grundkennzahlen an. Also wie hoch ist die Verschuldungsgrade, wie ist die Eigenkapitalrendite, wie ist die Ausschüttungsquote, wie lange existiert das Unternehmen, gibt es 5 Jahre, gibt es 10 Jahre, gibt es 100 Jahre, wie lange zahlen die überhaupt schon Dividende, vielleicht erhöhen die auch regelmäßig die Dividende, wie hoch ist die Dividendenrendite im Vergleich zum Wachstum. Das sind einfach so die Zahlen, die ich mir anschaue und wenn das Gesamtbild irgendwo passt und ich fühle mich wohl, dann kaufe ich sie. Früher bin ich auch hergegangen, habe dann immer ganz sklavisch alles bis ins Detail analysiert und nächste Woche kam eine Meldung, wo alles über den Haufen geworfen wurde. Es muss letztendlich das Bild insgesamt stimmen. Und die ganzen Leute, die da draußen analysieren, das spiegelt sich im Kurs wieder. Also ich bin jetzt nicht einer, der sagt, dass die Märkte effizient sind. Sie sind in weiten Teilen effizient. Es gibt immer Phasen der Übertreibung und Untertreibung, aber im Großen und Ganzen sind sie effizient. Und wenn jetzt bei einem Unternehmen was ist, bedingt durch das Internet heutzutage, bevor ich das mitkriege, wenn ich daheim den Rechner anschalte, ist der Kurs eh schon im Keller oder durch die Decke gegangen. Also da habe ich eigentlich gar nicht so viel zu tun. Das ein bisschen, eigentlich sage ich mal, ein bisschen Erfahrung, gesunder Menschenverstand, damit kommt man schon sehr, sehr weit. Das heißt, an einem Tag wie gestern, wo der amerikanische Präsident gewählt wurde, und wo es ja hoch und runter ging, da hast du gar nicht auf die Zahlen geachtet. Überhaupt nicht, das war mir eigentlich ziemlich egal. Ich hatte dann früh mal reingeschaut, da war alles 5% im Minus, da habe ich mir schon die Hände gerieben, habe gedacht, naja, vielleicht kann ich jetzt mal günstig nachkaufen. Abends war es schon wieder im Plus, dann hatte ich heute mal auf meine Werte geschaut, wo ich nachkaufen wollte. Hört sich blöd an, aber ärgerlicherweise sind eigentlich um 7, 8, 9, 10% nach oben gegangen. Ja. Und dadurch, dass ich ja sehr langfristig den Ansatz verfolge, also ich möchte nach Möglichkeit keinen verkaufen, ist das für mich Tagesrauschen.
Also das macht mir auch nichts aus, wenn da jetzt mal ein Wert 10 oder 20% im Minus ist. Ich sehe das eher als Chance. Okay, dann lass uns doch mal konkret über so ein paar Aktien sprechen. Fangen wir an mit Altria. Altria ist ja ein Wert, den viele Dividendensammler im Depot haben. Zigaretten und Alkohol ist das Stichwort. Richtig. Warum hast du dich dafür entschieden? Oh ja, Zigaretten und Alkohol ist leicht verständlich und geht immer. Eigentlich muss man sagen. Und wenn man anschaut, Altria gibt es sehr lang. Ich habe zwar ein bisschen Bedenken, ich hatte einen Verschuldungsgrad, aber auf der anderen Seite, sie generieren ja nach wie vor gut Cash. Die Zinsen werden auf lange Zeit unten bleiben und ich sehe da jetzt deswegen kein Problem. Und das ist eigentlich einer, das sagen wir mal, ein kontinuierlicher Baustein in meinem Depot, der auch ein Fels in der Brandung darstellt. Also zum Depotaufbau kann ich da ja später vielleicht noch was sagen. Genau. Kurz für die Hörer, die Altria nicht kennen. Altria war vorher Philip Morris Companies bis 2003 und dann ist da ein Teil ausgegliedert worden. Und von daher, der Name Altria an sich ist als Marke gar nicht so bekannt, aber trotzdem ein Riesenunternehmen. Also es ist einer der größten Tabakhersteller, Zigarettenhersteller. Die haben auch ihr eigenes Weingut, das wissen auch die wenigsten. Also die machen ganz hervorragenden Wein. Ja, und die Biergeschichte, da ist ja jetzt mit SAP Müller die ganze Sache gelaufen. Da muss man erst mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Aber das sehe ich jetzt auch gelassen. Ja, genau. Also Marlboro und L&M gehören da als Zigarettenmarken dann zum Portfolio. Ja. Dann die nächste, General Mills, ist auch eine der Aktien. Warum hast du dich dafür entschieden? Das sind wir wieder an dem Punkt, Essen und Trinken geht immer. Also General Okay. Mills ist ja auch eine sehr große Firma, ist in vielen Teilen unterwegs, hauptsächlich Amerika und englischsprachigen Raum. Und ich sag mal, die Leute, die müssen essen. Ja? Egal, wie es der Wirtschaft geht, wenn sie arbeitslos sind, wenn sie nichts essen, sterben sie. Und das sind einfach so Dinge, Essen und Trinken muss man, um zu existieren. Geht nicht anders. Und das sind dann im Prinzip sind sehr relativ langweilige Geschichten. Ja, wer interessiert sich für Schnitzel? Ist aber so. Und General Mills, die Entwicklung, wenn man anschaut, die laufen ja seit Jahren, Jahrzehnten, muss man sagen, schon gut. Die sind ja auch bei den Dividendenaristokraten mit dabei. Die Zahlen insgesamt sind nicht schlecht. Und also das sind so Dinge, wo ich einfach sage, das gefällt mir, damit fühle ich mich wohl und dann kaufe ich da auch. Bekannte Marken sind hier Häagen-Dazs, die gehören zu General Mills und Knack und Back. Kennt man vielleicht auch noch die Werbung, die vor ein paar Jahren da in deutschen Die Brötchenwerbung, ja. Fernsehspots. Genau. Also man muss einfach nur mal auf die Homepage gehen von General Mills und sich mal die ganzen Marken anschauen und da wird man doch das eine oder andere Bekannte wieder treffen. Ja, also Das ist ja häufig so, ne? das im Endeffekt braucht man sich nur in den Supermarkt stellen, schauen, was kaufen die Frauen ein. Die Männer natürlich auch, heutzutage kaufen auch Männer ein. Was wird da regelmäßig gekauft und schaut mal nach den Herstellern, da wird man immer wieder auf den gleichen Namen stoßen. Dann kommen wir jetzt mal zum anderen Wert, nämlich Microsoft. Ja, Microsoft ist auch wieder so eine Geschichte, wenn man anschaut. Ich sag mal, rund 90% der PC laufen mit Windows. Apple hat seit Jahren probiert. Man probiert es auch mit Linux oder ähnliches, aber die schaffen es nicht, letztendlich Microsoft vom Thron zu stoßen. Windows ist vielleicht gar nicht mehr so der Bringer. Die Bürosoftware, das Office-Paket. Damit wird richtig Geld verdient. Es läuft heutzutage in jedem Unternehmen in irgendeiner Form Office. Wo man hinschaut, Word und Excel sind eigentlich Standard weltweit. Das heißt, die verdienen damit sehr, sehr gut, auch jetzt mit den Cloud-Anwendungen. Da haben sie die Kurve noch gekriegt. Das entwickelt sich sehr gut. Und die haben da quasi schon fast eine Monopolstellung. Wenn man die Eigenkapitalrendite und die Zahlen anschaut, das spricht ja auch für sich und die Entwicklung der letzten Jahre. Also Microsoft ist einfach auch im EDV-Bereich Software, Bollwerk. Und wenn ich meinen Rechner anschaue, ich habe einen Windows-Rechner, sehe es jeden Tag, ich arbeite mit Excel auch auf der Arbeit. Also das ist für mich inzwischen Standard irgendwo. Ich sehe auch keine Killer-Applikation. Das gibt ja verschiedene kostenlose Office-Pakete, aber die haben es auch nie geschafft, Word und Excel vom Markt zu drängen. Funktioniert nicht.
Dazu kommt eben noch, dass sie LinkedIn gekauft haben. LinkedIn ist ja gerade in den USA auch richtig angesagt und auch ziemlich teuer von den Gebühren. Und damit verdienen sie natürlich auch gut Geld, ne? Ja, das Microsoft kauft sehr viel zu. Das kriegt man teilweise manchmal gar nicht so mit, was die immer wieder an Unternehmen kaufen. Also, und die haben auch eine finanzielle Macht. Wenn jetzt jemand herkommt und gefährlich werden könnte, dann kaufen die den einfach auf. Ja, die haben die überhaupt kein Problem damit. Und wie bei einer Microsoft, da muss man sich im Detail mit der Firma gar nicht auseinandersetzen. Also ich lese auch nicht mehr großartig Geschäftsberichte. Mir langen immer die groben Zahlen und das langt mir. Und ob ich habe mir bei der Investor Relation, kriege ich immer die E-Mails, habe ich mich angemeldet beim E-Mail-Alert. Ich kriege da jeden Tag irgendwelche Dinge, wo sie wieder drin rumwurschteln und rumfunken. Also von dem her gesehen, ich drücke das immer weg inzwischen. Okay. Gibt es denn einen Moment, wo du sagst, den Wert möchte ich jetzt nicht mehr in meinem Depot haben? Oder könntest du dir so einen Moment vorstellen? Ja, also ich bin jetzt nicht der Buy-and-Holder bis zum Extremfall. Ich schaue mir schon die Entwicklung von den Unternehmen an. Also ich habe ja zum Beispiel Airgas verkauft, nachdem sie übernommen werden sollten von dem Franzosen, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Air Liquide, ja, sollten übernommen werden. Also daraufhin habe ich sie dann eigentlich verkauft. Die haben auch einen ordentlichen Kurssprung hingelegt und da habe ich mich dann davon getrennt. Ein anderer Grund wäre für mich jetzt, wenn die Geschäftsgrundlage wegfällt. Also das heißt zum Beispiel, ich habe ja auch E.ON verkauft, das hatte ich im Familiendepot eine Zeit lang, die habe ich dann rausgegeben. Also wenn sich sowas abzeichnet oder Nokia, wenn ich da eigentlich keine Zukunft mehr für das Unternehmen sehe, dann trenne ich mich auch davon. Oder anderer Punkt ist, ich trenne mich auch von einem Unternehmen, wenn ich mich nicht mehr wohlfühle. Also für mich ist sehr wichtig, dass ich mich wohlfühle. Ich habe zum Beispiel die ADP, also Automatic Data Processing, ist ein Personaldienstleister, seit Jahrzehnten in Amerika tätig. Der legt immer gute Zahlen vor alles, aber ich habe mich mit dem nicht wohlgefühlt und den habe ich dann gnadenlos verkauft. Ja? Also wenn ich mir meine Werte anschaue, fühle ich mich wohl. ConocoPhillips hat ja die Dividende gekürzt um 2/3. Ja. Ich habe sie nicht verkauft, weil für mich ist das eigentlich eine vorübergehende Geschichte. Der Ölpreis war im Keller. Inzwischen hat er sich etwas erholt, aber ich gehe ja davon aus, dass wir die nächsten 10, 20, 30 Jahre Öl brauchen und irgendwann wird der Preis wieder steigen und dann werden die auch wieder mehr Dividende zahlen. Also so eine Delle ist für mich jetzt leider nicht sofort der Grund zu verkaufen. Jetzt habe ich mal eine andere Frage, wenn man sich so dein Depot anguckt, warum hast du ausschließlich amerikanische Werte drin? Weil die vierteljährlich Dividende bezahlen. Aber auch nicht alle, oder? Das einzigste ist BAT, also British American Tobacco ist ja Engländer, die zahlen halbjährlich. Und in dem einen Zeitraum, da zahlen sie 2/3, im anderen etwa 1/3 von der Dividende. Also die fallen da etwas raus, aber der Rest ist, weil es Vierteljahreszahler sind. Das gefällt mir einfach. Ist auch wieder der Hintergrund auf die Rentensituation. Ich möchte eigentlich jeden Monat irgendwo Dividenden kassieren, weil ich es später zum Leben heranziehen will, das Geld. Ja, und deswegen ist einer der Gründe, warum ich auf amerikanische Werte gegangen bin. Man muss auch sagen, ich bin, was Europa, den Euro und das Ganze angeht, sehr skeptisch, wie sich die Entwicklung der nächsten Jahre da gibt. Also ich weiß nicht, ob wir in 10 Jahren noch einen Euro haben, wie das Ganze noch weiterläuft mit der Einzelstaaterei etc. Und ich sehe das irgendwo auch als einen Sicherheitsaspekt. Amerika hält das Eigentum doch sehr hoch und da werden Unternehmen anders behandelt. Auch die Investoren werden in Amerika ganz anders behandelt. Beim Deutschen ist der Aktionär lästig. In Amerika ist es ein Eigentümer. Also das sind schon andere Geschichten. Und da muss man sagen, von der Historie her auch, in Amerika haben die Dividenden einen ganz anderen Stellenwert. In Deutschland ist es für Unternehmen lästiger, Dividende zu bezahlen. Also es gibt inzwischen einige, die sehen das schon als ihre Pflicht und Aufgabe in Anführungszeichen an. Aber in Amerika, da ist ja sehr viel vom Rentensystem, auch von vielen Fondsgesellschaften bzw. Foundations, gemeinnützige Zwecke verfolgen. Die haben sehr viel in Aktien angelegt. Pensionskassen, die sind alle auf stetige Dividenden angewiesen. Und das ist ein ganz anderes Qualitätsmerkmal in Amerika, in den USA. Und deswegen habe ich mir überlegt, dieses Depot hauptsächlich
mit amerikanischen Aktien zu bestücken. Okay, das ist nachvollziehbar. Meinst du denn, dass sich durch Trump irgendwas ändert? Nein, wer ist Trump? Sehe ich absolut gelassen, auch die ganzen Auswirkungen, was jetzt hat. Der amerikanische Wahlkampf, das ist eine Schlammschlacht, das ist eine Muppet-Show im Prinzip. Die Leute wollen unterhalten werden, auch wenn es sehr gute informative Sendungen gibt, aber letztendlich will der Normalbürger in Anführungszeichen unterhalten werden. Man hat es jetzt gesehen bei der Antrittsrede von Trump, plötzlich hat er schon wesentlich gemäßigtere Töne angeschlagen. Und Trump ist kein Alleinherrscher, er ist kein Diktator. Das sind immer noch das Repräsentantenhaus, der Senat und alles da und die pfeifen den schon zurück. Man muss auch sagen, in Amerika ist eine sehr starke Lobby, viel stärker als bei uns in Europa von den Unternehmen her. Also wenn der zu viel Blödsinn machen würde, wenn man jetzt hergeht, Microsoft, Apple, wie sie alle heißen, Warren Buffett, solche Anleger, wo Milliarden haben, die werden schon entsprechend ihren Einfluss auch geltend machen, dass da nicht zu viel Unsinn passiert. Dann ist Trump der 45. Präsident. Es gibt bald einen 46., einen 47. Und irgendwann sagt man, der hat ein bisschen Porzellan zerschlagen, der Nachfolger musste das heilen. Wir haben Reagan überlebt, wir haben Bush überlebt, Amerika wird auch Trump überleben. Also von dem her gesehen, einzelne Aktien sieht man ja, die werden jetzt hochgejubelt. Meine Caterpillar, ein sehr zyklischer Wert, weil es soll ja auch an der Infrastruktur investiert werden. Die sind gleich mal um 10-15% auf. Dann hat er gesagt, ich will dem Obama seine Gesundheitsreform wieder rückgängig machen. Schon steigen wieder die Gesundheitsaktien. Andere gehen runter, aber das ist, politische Börsen haben kurze Beine und das bestätigt sich immer wieder. Also ich mache mir, ich habe Herrn Trump keine Sorgen. Ich habe da viel mehr vor den Wählern Angst, muss ich sagen. Ja. Die Leute haben den Trump aus Protest gewählt, weil sie unzufrieden sind. Ja. Wenn man in Europa schaut, viele politische Gruppierungen haben Zulauf, weil die Leute unzufrieden sind. Also es gibt insgesamt im politischen System momentan in den westlichen Ländern große Unzufriedenheit. Und da habe ich eher Angst, dass das dann zu Unsinn führt, wo uns letztendlich in allen Lebensbereichen betreffen könnte, wenn das dumm läuft. Da habe ich viel mehr Angst als von Trump. Aber du hast jetzt keine Angst, dass dein Depot dann irgendwann nichts mehr wert ist? Nein, nein. Also ich habe versucht, mein Depot so aufzubauen, kann man wieder verschiedene Analogien hernehmen. Ich habe erstmal ein Kerndepot geschaffen mit alteingesessenen Werten. Also wenn ich jetzt anschaue, da habe ich zum Beispiel eine Coca-Cola drin, ich habe eine General Mills, Johnson & Johnson drin, McDonald's, Procter & Gamble. Also das sage ich mal, das bildet so einen Kern. Ich erwarte auch von diesen Unternehmen kein Wachstum mehr. Die haben eine Marktdurchdringung, die sind weltweit tätig. Unternehmen, das fängt klein an, dann hat es ein Riesenwachstum, dann fangen sie irgendwann Dividende an zu zahlen, expandieren immer weiter und dann ist eine gewisse Sättigung da. Aber die sind sehr lange am Markt und die werden auch die nächsten Jahre, Jahrzehnte, hoffe ich, überleben. Deswegen mache ich mir da keine Sorgen. Coca-Cola wird immer getrunken. Man kann auf der Welt hinfahren, wo man will. Also wenn es in Afrika irgendwo in einem Kaffee mal reingeht, Coca-Cola gibt es immer. Egal, wo man hinschaut. Ne? Dann habe ich mir eben Unternehmen gesucht, die jetzt ein bisschen außenrum platziert sind, die noch im Wachsen sind, die kommen. Ich sage mal zum Beispiel eine Cisco, eben da gehört auch die Microsoft dazu. Microsoft ist, denke ich, in die Mitte der 70er Jahre ungefähr gegründet worden, zahlen jetzt auch schon eine Zeit lang Dividende. Und das sind dann so ein bisschen, ich sag mal, zwischen Value und Growth, Wachstum, so ein Zwischending. Und dann habe ich mir noch ein paar kleinere außenrum gesucht, die jetzt erst seit 4-5 Jahren Dividende zahlen. Das ist zum Beispiel eine Starbucks. Gehe ich davon aus, dass die weiterzahlen. Oder wenn man anschaut, Qualcomm, wer hat Qualcomm auf dem Schirm? Die haben über 700 Patente, also in jedem Handy, wo verkauft wird, jedes Tablet, verdienen die Geld. Das darf man immer nicht vergessen, solche Geschichten. Und wenn diese Unternehmen, die ich habe, aufhören zu existieren, da haben wir ganz andere Probleme. Also da kämpfen wir ums nackte Überleben wahrscheinlich. Das ist auch eine klare Ansage. Was sagst du denn zu Leuten, die sagen, die Dividendenstrategie ist eigentlich keine richtige Strategie, weil Dividenden auch keine Renditen sind?
muss man auch wieder differenzieren. Letztendlich, eine Strategie ist natürlich ein Vorgehen in einer bestimmten Art und Weise, ein langfristiges Vorgehen. Man kann, das eine ist das Finanzmathematische. Ja, es kommt auch auf das Ziel drauf an. Habe ich das Ziel, möglichst großes Vermögen aufzubauen, möglichst hohen Depotwert zu haben, dann ist man mit der Dividendenstrategie an der falschen Stelle. Muss man auch ganz klar sagen. Das ist mehr eine gemächliche Geschichte, ein wenig ruhigere. Man kann durchaus damit durch beachtliche Erfolge haben, aber das ist jetzt nicht, dass man da schnell Millionär wird. Darüber muss man sich im Klaren sein. So, wenn ich jetzt das Finanzmathematische, ist das eine, es gibt ja die 4%-Regel und was weiß ich alles. Momentan läuft ja da auch im Netz ein bisschen, ja, eine heftige Diskussion. Aber letztendlich muss man sich eigentlich überlegen. Ich kenne viele, die länger an der Börse sind, auch in Amerika, wenn man sich die Blog so anschaut. Alle, die viel Erfahrung haben, die langfristig an der Börse arbeiten, die wechseln verstärkt in die Dividendenstrategie über. Also so falsch kann es nicht sein. Und ob ich jetzt sage, ich habe keine Rendite oder das ist kein passives Einkommen, das wäre linke Tasche, rechte Tasche, genau, und was weiß ich, ist alles Ansichtssache. Dann darf ich aber auch keine Wohnung kaufen. Ja, ich kaufe, also ich nicht mehr. Es gibt Leute, die kaufen sich eine Wohnung, sagen, ich investiere einen Betrag X und ich möchte jedes Monat meine Miete haben und freuen sich darüber. Und genauso gehe ich her und sage, ich kaufe mir eine Aktie, das Unternehmen verdient Geld und dieses Geld, was es verdient, schüttet es einen Teil an mich raus. Gut, es gibt dann den Dividendenabschlag, aber das Unternehmen verdient wieder Geld, dadurch steigt wieder der Kurs und dann können die an mich wieder ausschütten. Mir kommt es eben nicht auf irgendeinen Depotwert X drauf an. Das ist wie eine Wohnung. Ich kriege jeden Monat mein Geld in irgendeiner Form. Und das ist meine Zielsetzung. Und deswegen kann man auch nicht sagen, dass die Strategie schlecht ist. Also man muss sich mal überlegen, ich bin jetzt beim Vorwartdividende von 200 Euro netto im Monat. Wenn jeden Monat einer die Tür aufmacht, legt dir 200 Euro auf den Tisch, ohne irgendwas zu sagen, macht die Tür zu und geht wieder. Das ist doch eine prima Geschichte, soll sich jeder mal 200 Euro auf den Tisch legen. Aber es wird ja vom Kurs abgezogen. Das ist ja immer der Kritikpunkt. Das ist der Kritikpunkt, aber das Unternehmen verdient ja auch wieder Geld. Ja, und dadurch wird auch der Kurs dann wieder sich einpendeln. Ja, klar, wenn jetzt das Unternehmen das Geld behalten würde, dann steigt der Kurs weiter und er steigt und steigt und steigt. Irgendwann machen sie einen Split oder ähnliches, das mag sein. Aber da muss ich auch wieder dann Aktien verkaufen, wo ich gar nicht will. Ich will meine einfach behalten. Wie gesagt, das ist rechnerisch vielleicht linke Tasche, rechte Tasche, aber letztendlich werde ich an dem Unternehmenserfolg in Form von einer Dividende beteiligt. Das ist ja nichts weiter als ein Teil Gewinnausschüttung. Ja. Ein Teil verbleibt im Unternehmen, damit können die weiterarbeiten, stärken ihr Eigenkapital. Natürlich wird der Kurs dann nicht so stark steigen, als wie wenn sie es grundsätzlich behalten, aber das ist dann mehr für einen Vermögensaufbau gedacht. Also wenn man dann, sagen wir mal, in den Vermögensverzehr wechselt, der eine sagt, ich will Dividenden haben, der andere sagt, nee, ich verkaufe jeden Monat ein paar Aktien, wenn ich ja Geld brauche, das ist Geschmackssache. Also Börse ist, ich sag mal jetzt 90% Psychologie und 10% Glück. Und ich muss mich mit meinem Vorgehen, mit meinem System wohlfühlen. Und es gibt ja genügend Beispiele, wo die Leute über Jahre das angespart haben. Die liegen jetzt bei 1.000, 2.000, 3.000 Euro Dividende netto im Monat. Mhm. Also warum kann es so falsch nicht sein, was die gemacht haben? Ja? Also die Amerikaner, ich habe jetzt erst wieder einen Blog gelesen, der macht es jetzt seit 5 Jahren, der ist inzwischen bei rund $10.000 dieses Jahr angekommen. Das heißt, er wird ungefähr die $1.000-Grenze im Monat knacken. Mhm. Und das ist für mich persönlich, es ist ein angenehmes Gefühl. Mir ist es halt auch wichtig, regelmäßig meine Dividende zu bekommen. Das hält mich dann auch ab, Unsinn zu machen. Ja, Unsinn insofern, wenn jetzt der Kurs in den Keller geht oder extrem steigt, könnte man immer in Versuchung kommen, eine Aktie zu verkaufen, obwohl es unsinnig wäre, bloß weil der Kurs unten ist, oder eine Aktie zu verkaufen, weil sie gestiegen ist und dadurch einen weiteren Kurs- oder Dividendenwachstum zu verpassen. Das heißt, für mich ist das ein psychologischer Moment, ein ausgleichender Moment. Und ich stelle ja immer mehr fest, mich ärgert es, wenn die Kurse teilweise um 10, 15% aufgehen, weil ich davon in Anführungszeichen nichts habe.
wenn jetzt halt, ich würde Coca-Cola lieber für 20 Euro als für 40 Euro kaufen. Ist meine Dividendenrendite, meine Einstiegsrendite höher und ist dann eine wunderbare Sache. Also von dem her gesehen ist es auch ein gewisser Selbstschutz für mich, habe ich dann festgestellt. Also man muss sich ja auch mal selber analysieren, womit man sich wohlfühlt. In dem Moment, wo man sich nicht mehr wohlfühlt, macht man Unsinn. Und das vermeide ich dadurch. Okay, das ist sehr verständlich. Ich glaube, das kommt auch bei jedem an, der das hört. Du bist ja mittlerweile bei circa 30 Werten angekommen. Willst du das noch ausbauen oder reicht das jetzt? Also momentan langt es erstmal. Ich will die noch weiter aufstocken, habe aber schon wieder einige im Auge, die ich gerne hätte. Und da hadere ich immer mit mir, was ich mache. Soll ich noch einen Wert dazu nehmen oder nicht? Also ich werde auf alle Fälle neue Werte kaufen, aber momentan noch nicht. Vielleicht warte ich auch einfach, bis mal wieder ein kleiner Crash oder Mini-Crash kommt, um dann ein, zwei, drei neue Werte dazuzunehmen. Auch wieder stinklangweilig. Okay. Warum hast du dich gemeinsam mit deiner Frau entschieden, ein Familiendepot zu führen mit normalen Werten, die du dann eben nicht vorstellst? Sagen wir, man muss dazu sagen, meine Frau und ich, wir haben gemeinsame Kasse. Also bei uns gibt es keine getrennten Kassen. Und wir haben verschiedene Depots, einfach um das ein bisschen zu trennen. Das heißt, in den einen sind die US-Aktien, also wir haben mehrere Depots, so wie andere Leute vielleicht mehrere Geldbeutel haben oder mehrere Kuverts, wo sie dann ihr Zeug drin haben, haben wir mehrere Depots. Aber es gehört uns gemeinsam. Und wie ich dann dieses Depot aufgebaut habe oder angefangen habe, haben wir gesagt, okay, da lasse ich die US-Werte drin, mache das in erster Linie auf die Dividendengeschichte, hatte auch den Hintergrund, man kann das dann im Blog entsprechend darstellen, als wie wenn ich jetzt das Familiendepot mit Neuwurstel, wo ich auch ab und zu mal eine Aktie kaufe oder verkaufe, also ganz sein lassen kann ich es nicht, das Traden. Und da fahren wir ein bisschen einen anderen Ansatz. Also deswegen haben wir das eigentlich getrennt, zum einen eben wegen der Optik und uns auch finanziell vom Erfolg irgendwo auseinander zu trennen und um das auch im Blog besser darstellen zu können. Also nicht, um da jetzt ich sage halt Familiendepot, Rentendepot, aber letztendlich laufen sämtliche Depots auf uns beide. Wir haben beide Namen, wir haben auch vollen Zugriff drauf alles und wir trennen da nicht. Also wir haben auch zum Beispiel nur ein Girokonto. Ja, das ist für sehr viele unvorstellbar. Also genau genommen haben wir zwei, weil da sind die Wohnungen drüber gelaufen alles, eben um es wieder zu trennen vom Gehaltsgirokonto. Aber wir haben zusammen ein Gehaltsgirokonto und das seit 30 Jahren. Also da hat es noch nie was gegeben. Legt deine Frau denn auch an? Kennt sie sich damit auch aus oder machst nur du? Meine Frau ist die bessere Anlegerin als ich. Also okay. sie hat auch ein kleines Depot, wo, sagen wir, wir haben zwar gemeinsame Kasse, aber ein bisschen minimal trennen wir einfach. Das heißt, wenn sich jemand mal irgendwas kaufen will, außer der Reihe. Also meine Frau hat sich zum Beispiel ein MacBook gekauft und dass das jetzt die Haushaltskasse oder das Gemeinsame nicht belastet. Ich finanziere meine Hobbys auch da selber drüber, dann über eine andere Geschichte, dass man, da gibt es keine Streiterei. Einfach, das ist der Hintergrund und sie hat sich ein kleines Depot angelegt, fährt auch den Dividendenansatz, den Bayern holt und die ist besser als ich, muss man ganz klar sagen. Sie macht es natürlich leicht, geht her und sagt, ich habe Geld, ich möchte eine Aktie kaufen, schlag mir mal ein paar vor, dann habe ich die Arbeit, dann erkläre ich ihr ein paar Sachen und dann sagt sie, na die kaufst du mal. Sie kümmert sich auch nicht drum und geht dann her irgendwann und sagt, naja, wenn was im Argen ist, das sagt man dann schon. Also es ist sehr entspannt. Okay. Und ich muss sagen, die hat keinen einzigen roten Wert im Depot, aber mein Dividendenrentendepot weist auch rote Werte auf. Ne? Mhm. Aber bei ihr ist alles im grünen Bereich und deswegen sage ich, meine Frau ist die bessere Anlegerin, die hat auch die Ruhe weg und sieht es eigentlich auch gelassener als ich. Wobei ich sagen muss, ich bin ja inzwischen auch schon sehr ruhig geworden. Ne? Okay, wir haben jetzt so angeregt gequatscht, wie die Stunde haben wir geknackt jetzt. Sind schon drüber. Deswegen noch eine Frage, bevor wir zum Wortschaffel kommen. Wo möchtest du mit deinem Blog jetzt noch hin? Ja, wie ich den Blog vor 2,5 Jahren angefangen habe, wusste ich gar nicht, wohin. Habe ich erst mal überhaupt gemacht. Man entwickelt sich weiter, es läuft, wird immer mehr irgendwo und dann muss man sich überlegen, was will ich eigentlich, wo will ich hin? Und da habe ich für mich entschieden, ich lasse den Blog so laufen, wie er ist. Also ich will den auch nicht weiter kommerzialisieren.
Ich hatte mir überlegt, ein E-Book zu schreiben, das habe ich dann sein gelassen, einfach auch schon aus Zeitgründen. Und es soll letztendlich so eine Art finanzielles Tagebuch sein, wo die Leute mitlesen können. Ich habe noch ein paar Pläne für die Zukunft. Ich muss meine Bibliothek jetzt endlich einmal füllen mit den Büchern, die ich habe. Das liegt schon länger im Argen. Ich möchte noch eine Rubrik einführen mit Monatszahlern, was sehr interessant ist. Also ich habe ja auch Familiendepot Monatszahler drinnen, die jeden Monat Dividende überweisen, aber dass man da einfach nur mal so eine Sammlung macht. Es gibt eine Seite, da sind über 200 Stück drinnen in den USA, aber das sind teilweise auch Anleihen-ähnliche Dinge drin und so. Und da möchte ich einfach dann, vielleicht hilft mir dann auch der eine oder andere aus der Community, dass man da nur Name, Link dazu und in zwei Sätzen einer Beschreibung, was ist das? Also das sind so Sachen, wo ich noch vorhabe mit dem Blog, aber dass ich da, wie gesagt, jetzt da den weiter kommerzialisiere oder professionalisiere, da habe ich nicht die Zeit dazu und es soll doch eher eine einfache persönliche Sache bleiben. Also ich bin selber erstaunt, ich bin momentan so bei 500 Klicks am Tag, also Besuchern, das heißt, ich komme so auf 700, 800 Klicks, weil die ja mir Seiten anschauen. Mhm. Ich denke mal, wenn der Podcast bei dir online ist, dass ich dann nochmal einen Schub bekomme. Der erste Schub kam ja schon mit meinem Gastartikel bei dir, aber so ein richtig festes Ziel habe ich nicht. Also ich möchte auch nicht, ich habe rechts ein bisschen Werbung laufen, das langt, um meine Ausgaben zu finanzieren, aber ich möchte da jetzt nicht das in irgendeiner Form professionalisieren. Eigentlich so, wie es momentan läuft, bin ich ganz gut, ganz zufrieden und ist ganz gut so, denke ich. Das Schöne daran ist, wenn du dir solche Ziele setzt, die lassen sich leichter umsetzen, als wenn man ganz viele Pläne hat und am Ende haut dann nichts hin und dann lässt man es gleich ganz bleiben. Ne? Ja, da wird man im Laufe der Jahre wird man bescheiden. Die Börse lehrt einem Bescheidenheit und inzwischen kann man sich selber einschätzen, was kann man leisten, was will man leisten, wo will ich hin. Ich habe viel nebenbei noch zu tun. Ich könnte es zeitlich auch gar nicht bringen und letztendlich müsste ich dann anfangen, letztendlich jemanden einzustellen und mit Personal will ich nichts zu tun haben, um es mal so zu sagen. Okay, das wäre jetzt ein schönes Schlusswort und ein wunderbarer Übergang zum Word Shuffle. Das heißt, ich habe wieder ein paar Begriffe ausgesucht, die zu dir irgendwie passen und du sagst einfach, was dir dazu einfällt. Und beginnen möchte ich mit Franken. Franken, Brot, Wurst und Bier. Okay. Ja, und wahrscheinlich auch eine super schöne Gegend, ne? Ja, wir haben sehr schöne Gegenden und der Franke, der braucht ein bisschen, aber wenn er mal jemanden ins Herz geschlossen hat, dann kann man da unter Umständen sogar Freundschaften fürs Leben finden. Okay, das klingt spannend. Der nächste Begriff, du bist da sehr häufig unterwegs, Finanzblogs. Finanzblogs, sehr interessant, kosten viel Zeit. Inzwischen habe ich mich dazu durchgerungen, nicht mehr überall meinen unqualifizierten Senf dazuzugeben, sondern mich eher im Hintergrund zu halten. Wobei deine Kommentare immer echt gut waren, muss ich ja mal sagen. Danke, aber es gibt einige Kommentatoren, also die bewundere ich, wie toll die schreiben, die Gedanken, wo sie haben. Da kann ich sehr, sehr viel lernen. Also ich habe durch die anderen Blogs auch noch sehr viel gelernt. Also muss man sagen. Ja. Also Leute wie Dummerchen, die sich ja auf sehr vielen Blogs rumtreiben und da wirklich auch einen Mehrwert schaffen durch die Kommentare. Ja, das ist schon wichtig. Also Dummerchen ist zum Beispiel so ein Beispiel, ich schreibe immer Dummerchen, der gar nicht so dumm ist. Ich durfte ihn leider persönlich noch nicht kennenlernen. Ja. Beim Tim Schäfer am Blog schreibt ein User namens Oliver sehr lange Dinge immer. Also ich muss sagen, erstens stimme ich meistens zu 100% mit ihm überein. Das erspart mir das Schreiben. Und ich finde es ganz toll, wie er schreibt. Und dem, also den, wenn er es hört, ich bewundere dich. Ja, schauen wir mal, was da für ein Feedback kommt. Der nächste Begriff ist Dividendensoftware. Dividendensoftware ist eine gute Frage. Ich mache mein Zeug, meine Geschichten in Excel selber. Mhm.
Wenn jemand meine Excel-Tabellen sieht, würde er die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Okay. Aber sie funktionieren. Sie sind nicht professionell, aber sie funktionieren. Und das ist mir eigentlich wichtiger. Ich komme damit klar. Ich habe dann auch ein paar kleinere Sachen zum Download angeboten. Die habe ich bewusst extra einfach gehalten, dass jemand, der sich mit Excel nicht so auskennt, trotzdem mal neu schnuppern kann und ein bisschen experimentieren. Aber ich habe verschiedene Software ausprobiert, aber letztendlich, ja, muss ich so machen, dass es mir passt. Du bist ja ähnlich wie Albert, der ist ja genauso. Ihr seid ja auch eine Altersgruppe. Das hängt vielleicht damit zusammen. Mag am Alter liegen und an der Erfahrung, die man hat, das ist richtig, ja. Ja, also ich bin da ja eher Spielkind. Ich teste dann immer alles und also ich glaube, ohne Portfolio-Performance wäre ich verloren. Dazu muss ich sagen, der Thorsten von Wachstumswerte, der hat ja den Aktienfinder erstellt. Also ganz fantastisch, da schaue ich auch viel rein. Ja. Und der führt ja für mich ja Live-Portfolio. Mhm. Das heißt, ich mail ihm immer meine ganzen Käufe und er pflegt das ein. Und dann brauche ich bloß dorthin schauen und dann habe ich alles. Sehr bequem. Danke, Thorsten. Okay. Der nächste Begriff ist Rockmusik. Du hast es dir wahrscheinlich fast gedacht. Rockmusik ist natürlich so eine Sache. Also man muss sagen, in den jungen Jahren war natürlich AC/DC ganz angesagt. Doro Pesch kennt vielleicht der eine oder andere noch. Das ganze Warlock, ja. Dann inzwischen Nirvana war dann auch mal Judas Priest und so. Das habe ich schon mitgemacht. Inzwischen muss ich sagen, habe ich mehr in die Richtung Jazz und Swing gewechselt, wobei ich da jetzt nicht zu sklavisch bin. Ich höre mir eigentlich alles an. Ja, gute Volksmusik und Schlager nicht ganz so. Es gibt nichts Schöneres im Sommer, wenn ein guter Rocktitel im Radio läuft oder eine CD laut aufdrehen, Fenster runter und dann gemütlich durch die Stadt fahren. Okay. Biergenuss ist der nächste. Biergenuss ist natürlich eine tolle Sache, aber erstens vertrage ich kein Bier. Ist schlecht für einen Franken. Das heißt, ich trinke ein oder zwei Seidler, wie man bei uns sagt. Das relativ selten. Ich bin eher der Weintrinker. Wobei die Würzburger ja natürlich gegen Frankenwein sehr angesagt ist. Der schmeckt mir aber auch wiederum nicht. Also ich mache keinen Frankenwein. Das ist ja auch wieder so eine Katastrophe. Also ich trinke ganz gern mal ein Corona zwischenein. So beim Grillen. Ein Corona, es ist eine wunderbare Sache. Aber viel Bier, also wenn ich im Monat auf drei Bier, vier Bier komme, ist es viel. Oha. Bist du ein echter Franke? Bei ja, den ganzen Brauereien, die ihr da habt, ja, die haben echt gutes Bier. Ich bin gebürtiger Oberfranke. Okay. Bei uns ist sehr berühmt, also Kadibräu etc. Das sind so ganz kleine Brauereien. Ein ganz hervorragendes Bier in der Fränkischen Schweiz, super Motorradgegend. Aber wie gesagt, dann muss man wieder Auto oder Motorrad fahren, dann kann man nichts trinken. Und mehr als zwei Bier vertrage ich eben nicht. Auch wenn man so ein dunkles Bier schmeckt man durchaus. Also bin ich nicht abgeneigt. Okay, dann kommen wir zum nächsten Begriff, Steuern. Und du hast da vor kurzem auch einen Artikel drüber geschrieben, dass der Staat dir ein bisschen Geld da abgeknüpft hat, außer der Reihe. Ich vermute, du meinst die Geschichte mit Jan Brands. Yep, genau. Ja, das hat sich also inzwischen aufgelöst. Das wäre eine Doppelbesteuerung gewesen. Mhm. Ich wollte meine Depotbank anschreiben, wie sich das verhält, wie das Sache ist, dass es ja im Prinzip Doppelbesteuerung ist. Und ich habe jetzt, ich bin ja faul. Das ist mal gut, wenn man faul ist, ist man langsam. Okay. Habe ich eine, wie nennt sich das, eine Entflechtungskorrektur bekommen und da wurde mir die zu viel gezahlte Steuer zurückerstattet. Warum, wieso genau, weiß ich nicht, aber es passt und dann ist das für mich eigentlich erstmal erledigt. Hm. Aber Yum Brands ist ja aufgesplittet worden, das heißt, das China-Geschäft ist jetzt ein Extrawert geworden, ne? Ja. Und da hatte ich eben die China-Aktien eingebucht bekommen und mir war von Anfang an klar, ich möchte die nicht besitzen. Deswegen war auch klar, ich verkaufe die. Auf den Verkauf habe ich dann Kapitalertragssteuer bezahlt, was theoretisch in Ordnung wäre, wenn ich es wie eine Dividende sehe. Mhm. Aber mir ist gleichzeitig auch mein Einstandskurs von Yum Brands reduziert worden. Und das wäre dann eine Doppelbesteuerung beim Verkauf. Also entweder reduziert man meinen Einstandskurs steuerlich, ja, und der Verkauf ist steuerfrei, oder aber man lässt den Einstandskurs, wie er ist, und man besteuert dann den Verkauf. Und
Der Einstandskurs ist unten geblieben in meinem Depot, aber die Steuer, die ich bezahlt habe, habe ich wiederbekommen. Das ist ja auch wichtig zu wissen, aber gerade solche Spin-offs, die sind ja immer so ein bisschen problematisch, was die Steuern angeht. In Deutschland ja, also in Amerika, also überhaupt in den angelsächsischen Ländern ist es oftmals etwas einfacher oder besser geregelt, aber die Deutschen sind da etwas willkürlich und entweder man probiert es und fasst nach oder wenn gar kein Einsehen ist, muss man einen sauren Apfel beißen. Es waren jetzt knapp 300 Euro. Gut, 300 Euro sind 300 Euro, aber sie gefährden nicht meine Existenz und ich kann trotzdem leben. Also deswegen würde ich jetzt meine Strategie und mein Vorhaben nicht über den Haufen schmeißen. Sowas kann immer vorkommen. Das sind halt Opportunitätskosten dann. Ja. Damit muss man leben. Okay. Ich habe noch drei Begriffe für dich. Der nächste ist Konsum. Konsum ist eine interessante Geschichte. Also ich bin kein Konsumverweigerer, ich konsumiere. Ich wäge aber durchaus ab, ob mir das einzelne Produkt A, das wert ist und B, ob ich es brauche oder nicht. Das heißt, ein Handy zum Beispiel ist für mich ein Gebrauchsgegenstand. Ich lege da gar nicht so viel Wert drauf. Das heißt, wie ich mir mein Smartphone gekauft habe, habe ich kein Apple gekauft. Ich habe mir ein Samsung gekauft und das im Sonderangebot. Ich kann wunderbar telefonieren. Ich kann damit WhatsApp machen. Ich kann auch mal ein Foto machen, wenn es sein muss. Komme ich bestens klar. Ich habe einen billigen Vertrag. Also ich zahle 3 Euro im Monat für meinen Vertrag. Habe da Freiminuten. Ich habe Datenvolumen, das langmütige aus. Also ich wäge durchaus ab. Gebe aber auch Geld aus für Sachen, die mir gefallen. Ich habe einen guten Fernseher, überhaupt kein Thema. Mein Computer ist sehr teuer gewesen, da lege ich zum Beispiel Wert drauf. Ansonsten Konsum, ja, ich bin eigentlich relativ anspruchslos. Also ich brauche jetzt leider keine Rolex, interessiert mich nicht. Ich ziehe keine teuren Klamotten an, mir langt das ganz normale 0815. Konsum, ja, in Maßen, mit Augenmaß, bewusst, ich spare nicht, ich lebe einfach bewusst, also mir geht es eben sehr gut. Okay. Der nächste Begriff ist Vorgarten. Vorgarten ist eine schöne Angelegenheit, ich habe ja einen Vorgarten. Ja. Und weil ich faul bin, habe ich dort ein Filtervlies vom Autobahnbau reingelegt, das heißt, da wächst nichts durch und haben mir da einen Steingarten gemacht mit 10 cm Kies drauf und ich habe in den letzten 20 Jahren nicht einen einzigen Tag davon Rasen gemäht. Okay, praktisch, ne? Ja, also man muss immer das so machen, dass man möglichst wenig Arbeit hat und trotzdem einen gewissen Erfolg erzielt. Sehr gut. Ich glaube, das muss ich hervorheben, dieses Zitat. Mit minimalen Aufwand das Maximum erreichen. Sehr gut. Dann kommen wir zum letzten Begriff, nennt sich Zukunft. Zukunft, also ich hoffe mal, dass meine Frau und ich gesund bleiben, dass die Unternehmen, in die ich investiert habe, weiter existieren. Ja, im Endeffekt Zukunft. Keine besonderen Erwartungen. Einfach, dass es so weiterläuft, wie es ist. Ich bin sehr zufrieden, mir geht es sehr gut. Ja, im Endeffekt ist es das Wichtigste, ist die Gesundheit und ich wüsste nicht, was ich jetzt von der Zukunft große Pläne hätte. Urlaub fahren, klar. Okay, verreist du häufiger und auch gerne? Also ich verreise gerne und auch häufiger. Ich bin ein Reiseluxus-Junkie, muss man dazu sagen. Okay. Also unsere Urlaube sind auch sehr teuer. Ich genieße den Luxus. Siehe mein Hintergrundbild, Kuba. Ja. Ich hatte auch den Royal Service dazu gebucht. Wir hatten dort also auch einen Butler. Und das weiß ich durchaus bewusst zu genießen. Dafür gebe ich auch gerne Geld aus, wenn die Leistung passt. Und wenn es funktioniert, fahren wir 1 bis 2 Mal im Jahr in Urlaub. Also wir machen auch mal eine Kreuzfahrt oder Ähnliches. Also da sparen wir nicht. Das ist was, auch Fernreisen, da zehre ich sehr lange davon. Das sind Erinnerungen, die kann ich lange mitnehmen. Und ich möchte es nicht missen. Und ich muss sagen, bisher haben wir das auch richtig gemacht. Mhm.
Das war jetzt ein sehr schönes Schlusswort, weil viele sind ja immer der Meinung, sie müssen krampfhaft sehr hohe Sparquoten haben und dann auf vieles verzichten. Aber ich bin genau deiner Meinung, man muss manchmal wirklich Geld auch ausgeben, ob das nun für Urlaub ist, ob es für einen Computer ist oder halt auch mal essen gehen, ne? Ja. Das ist wichtig. Man kann dann auch wirklich die Alltagsfreuden mal so ein bisschen bewusster genießen und man muss nicht bei Wasser und Brot dann zu Hause sitzen, nur damit man eine Aktie mehr kaufen kann. Richtig. Also ich sage immer, man muss einen gesunden Mittelweg gehen. Ich habe eine Genau. sehr hohe Sparquote und ich kann mir es leisten. Warum soll ich es dann nicht machen? Ja, also ob ich jetzt jeden Monat nochmal 1.000 € mehr draufhaue und dafür dann in 10, 15 Jahren rückblickend sage, toll, jetzt habe ich ein dickes Depot, aber ich war nicht im Urlaub, ich bin mit meiner Frau nicht essen gegangen, ich habe mir keinen tollen Computer gekauft, das kann es nicht sein. Also ich sage immer, nach den eigenen Möglichkeiten sich strecken und einen gesunden Mittelweg gehen, sein Ziel definieren, das verfolgen und sich dann auch ausrichten. Punkt, Ausrufezeichen. Und ich glaube, wir sind jetzt durch mit. Also wir haben den letzten Podcast von Madame Moneypenny nochmal geschlagen. Also wir haben jetzt fast Ja. 80 Minuten. Oh. Und es kam mir gar nicht so vor, ne? Es war ein sehr, sehr nettes Gespräch mit dir, Alexander. Vielen Dank dafür. Ja, ich danke auch gerne. Und also ich habe den ganzen Alltagsstress, der heute war, jetzt bewusst durch dieses Gespräch wieder vergessen. Ich versuche den Alltagsstress eigentlich in dem Moment, wo ich bei der Arbeit vor der Tür hinausgehe oder hier sitze, wenn ich Computer spiele. Ich bin ja Spieler. Wenn ich Okay. Computer spiele, da vergesse ich komplett den Alltagsstress. Okay, aber du spielst Computer und nicht Konsole. Konsole habe ich wieder verkauft, weil wir nur einen Fernseher haben und da hat die Frau doch mehr Vorrecht und deswegen sitze ich am Computer. Ist auch für die Ko Bedienung für mich einfacher, das bin ich von früher gewöhnt. Bin ja mit dem C64 aufgewachsen Ja. etc. Und ich bin einfach PC-Spieler und nicht Konsolenspieler. Okay. Super. Alexander, vielen Dank. Ich wünsche dir viel Erfolg für deinen Blog weiterhin und natürlich auch für dein Dividendendepot. Und ich bin gespannt, wie es weiterläuft. Ja, ich auch. Ich danke dir, Daniel, und bin gespannt, wie der Podcast bei den Zuhörern ankommt. Da bin ich auch gespannt. Mach's gut. Ja, mach's gut, Daniel. Ciao. Ade, ciao.